Hallo liebe Queens, mein Name ist Anja Deichmann von Avendel und ich werde immer wieder gefragt, was gehört zur Grundausstattung, wenn ich mir meine erste Krone kaufe? Bevor ihr eure erste Krone kauft, hoffe ich, dass ihr euch eine persönliche Videoberatung oder eine persönliche Beratung abholt, bei wem auch immer. Ich biete euch diese Beratung gerne an. Und sie sollte sehr umfangreich sein. Und wer auch immer euch diese Beratung gibt, sollte viel Empathie und Geduld mitbringen und vor allen Dingen auch ein offenes Ohr. Denn unsere Beweggründe, unsere Ziele, unsere Erwartungen sind natürlich alle sehr individuell, sehr unterschiedlich und manchmal auch mit Trauma behaftet. Also holt euch bitte als erstes eine Beratung ab. Nicht nur, um die ideale erste Krone zu identifizieren, sondern auch, um euch ein paar Tipps zu geben, wie ihr euch den Einstieg in eure Kronenreise um einiges vereinfacht. Als nächstes müsst ihr natürlich euren Kopfumfang wissen. Und das zeige ich euch heute, wie ihr euren Kopfumfang messt. Damit ihr zumindest eine gute Idee habt oder damit ihr das schon mal mitbringen könnt in eure Videoberatung. Denn euer Kopfumfang wird sich natürlich auf die Empfehlung ausschlagen. Denn die Hersteller haben meistens nur eine Einheitsgröße. Sie nennen das dann durchschnittlich. Und jeder Hersteller versteht etwas anderes unter durchschnittlich. Für die einen ist es vielleicht ein Kopfumfang von 54 bis 58 cm. Für andere zwischen 52 und 54 cm. Und so weiter. Also erstmal euren Kopfumfang messen. Und am besten lasst ihr euch auch dabei helfen. Und dann diese Information schon mit in eure Beratung mit einbringen. Es gibt natürlich Hersteller, die verschiedene Kappengrößen anbieten, aber ich kann euch sagen, dass ihr da ziemlich eingeschränkt seid, denn die meisten Hersteller haben Einheitsgrößen. Es gibt wie bei Raquel Welch zum Beispiel, Raquel Welch bietet ein paar verschiedene Größen an oder auch John Renault. Die bieten kleine, mittelgroße oder durchschnittliche und große Kappen an. Allerdings auch nur von ausgesuchten Styles. Nicht jede Krone kommt in drei verschiedenen Größen. Es ist auf jeden Fall etwas, worüber ihr euch vorher schon Gedanken machen solltet, denn nichts ist so frustrierend, als wenn ihr endlich eure erste Krone identifiziert und ihr freut euch drauf und dann passt sie euch nicht. Sollte sie euch tatsächlich gar nicht passen, gibt es natürlich auch noch einige Hilfsmittel. In manchen Fällen kann man sich die Kappe verkleinern lassen, von einem Spezialisten bitte. Oder man kann mit Hilfsmitteln arbeiten, dass man vielleicht etwas darunter trägt unter eurer Kappe, um noch ein bisschen Raum auszufüllen, sollte sie euch zu groß sein. Auf jeden Fall solltet ihr wissen, was auf euch zukommt. So, wir fangen gleich an mit dem Ausmessen. Also ich hoffe, ihr habt ein Maßband. Wenn ihr kein Maßband habt, könnt ihr selbstverständlich auch ein Schnürsenkel verwenden oder irgendein anderes Band, das ihr gegen einen Maßstock halten könnt, wenn ihr nur einen Maßstock zu Hause habt. Ich mache es immer so, ich lege mir das Band um den Hals, es ist am einfachsten, und lege es dann ins Genick. Hinter die Ohren und wieder nach vorne und zwar zum Haaransatz. Und dann lege ich das hier in der Mitte an und messe ab. Bitte keine Brille aufsetzen oder eure Brille abnehmen, denn die Brillenbügel nehmen natürlich auch wieder Platz weg. Und dann lasst ihr euch am besten, also entweder ihr macht das vor dem Spiegel, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr nicht gut lesen könnt, dann lasst euch bitte von jemandem helfen und am besten messt ihr gleich zwei oder dreimal, nur um sicher zu gehen, dass ihr richtig gemessen habt. Als nächstes empfehle ich euch
ein Samtband zu Hause zu haben, wenn eure Krone eintrifft oder sie gemeinsam mit eurer Krone zu bestellen. Ihr bekommt dieses Samtband auch bei uns im Online-Shop. Wir haben sogar noch eine bessere Version als dieses hier, denn wir haben noch einen Lace-Einsatz, den ich euch empfehlen würde, denn den könnt ihr direkt über euren Scheitel legen, damit ihr den Effekt nicht verpasst sozusagen und man von oben direkt auf euren Scheitel sehen kann, ohne dass man sieht, dass da ein Band ist. Dieses Netz, das trage ich tatsächlich nur zum Verstauen meiner Haare. Ich persönlich verwende nur diese Spangen unter meinen Kappen und in den meisten Fällen lege ich meine Krone an, wenn meine Haare noch feucht sind, wenn ich aus der Dusche komme, und da sind sie für mich am leichtesten zu bändigen, und dann befestige ich sie an meinem Kopf mit diesen Spangen und dann brauche ich dieses Netz nicht. Ich verwende dieses Netz aus hygienischen Gründen für meine Lives oder auch um das Haar zu verstauen, wenn ich viele Kronen auf- und absetze. Zu Präsentationszwecken ist es für mich einfach leichter, die Haare mit Hilfe dieses Netzes zu verstauen. Dieses Band war für mich unablässig in den ersten 6 Monaten meiner persönlichen Kronenreise, und ich kenne viele, viele Queens, die auch bis heute dieses Band unter ihren Kronen tragen, auch wenn sie schon jahrelang dabei sind. Also ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr es zu Hause habt, wie gesagt, oder mit eurer Krone gemeinsam bestellt. Ihr legt das Samtband an, und zwar, ich sage immer, 1 bis 2 mm hinter eurem Haaransatz, hinter die Ohren, und dann mit dem Klettverschluss hier im Nacken schließt ihr das Band. Ganz wichtig: Bitte zurrt das Band nicht ganz fest. Macht nicht den Fehler, den ich anfangs gemacht habe. Ich habe das ganz eng gemacht. Ich kann euch zeigen, ich kann euch den Unterschied demonstrieren. Ich habe es wirklich so zusammen und so eng gestellt und habe mich gewundert, warum ich nach 10 Minuten Kopfschmerzen hatte. Also, es ist absolut nicht nötig, dieses Band so fest um den Kopf zu legen, sondern wie ich es euch demonstriert habe, so locker wie möglich, so eng wie nötig. Und dann macht ihr bitte den Fingertest, und zwar geht ihr von vorne von eurer Stirn nach hinten zu eurem Hinterkopf. Wenn das Samtband hier rau ist, dann habt ihr es, wie in meinem Fall, habe ich es jetzt richtig aufgesetzt, dann ist alles gut. Sollte es sich glatt anfühlen, denn ein Samtband hat immer eine glatte Seite und eine raue Seite. Ja, also wenn ich nach vorne gehe, ist es glatt, wenn ich nach hinten gehe, ist es rau, und so muss es sein. Wenn ihr nach hinten geht und es ist glatt, dann dreht ihr das Band einfach um. Und das macht auch völlig Sinn, denn dieses Band soll natürlich die Krone daran hindern, nach hinten zu rutschen. Also logischerweise soll es nach hinten rau sein und die Krone festhalten. Und wie gesagt, unser Samtband hat hier einen Lace-Einsatz, den könnt ihr nach rechts legen, wenn ihr einen rechten Scheitel habt, in die Mitte, wenn ihr einen Mittelscheitel habt, und natürlich nach links, wenn ihr einen Linksscheitel habt. Je nachdem, welche Krone ihr tragt und wo ihr euren Scheitel am jeweiligen Tag tragt. Ich setze meine Napoli wieder auf, meine Napoli in Crushed Almond Blonde A. Ich liebe diese Krone, und jetzt sitzt sie noch enger als sonst. So, noch ein paar Worte zur Grundausstattung. Also zur absoluten Grundausstattung gehört das Shampoo und der Conditioner nicht, denn
Ich persönlich gebe immer die Empfehlung, wascht eure Kronen nicht zu häufig. Da gehen die Meinungen auseinander, selbst die Hersteller. Einige Hersteller sagen auch einmal pro Woche, wenn ihr sie täglich tragt. Ich würde es nicht tun, aber jeder findet so seinen eigenen Weg mit der Zeit. Ich sage immer, so wenig wie nötig, wie möglich, so oft wie nötig. Ihr wisst, wenn eure Krone fällig ist, aber seid bitte nicht übereifrig, wenn es ums Waschen geht. Es sei denn, ihr habt eine Echthaarkrone, denn die Echthaarkronen absorbieren. Das heißt, ihr könnt ihnen auch gern ein Conditioning geben und ihr könnt sie mehr pflegen. Sie wollen auch mehr gepflegt werden, denn sie sind Echthaar und sie absorbieren. Aber Kronen wie diese hier zum Beispiel sind aus synthetischen Fasern hergestellt. Das heißt, sie absorbieren nicht. Im Gegenteil, jedes Mal, wenn ihr sie wascht, nehmt ihr etwas weg. Also bitte so wenig wie möglich, so oft wie nötig waschen. Es gibt viele Hersteller, die tolle Produkte herstellen. Ich behaupte nicht, dass ich das beste Produkt gefunden habe. Ich habe nur die besten Produkte für mich gefunden. Und ich verwende sehr gerne von Jean Reno Shampoo und Conditioner. Das ist mein Go-To. Ellen Wille hat auch tolle Produkte. Egal welches Shampoo und Conditioner ihr verwendet. Und das gilt für alle Produkte für euer Krönchen. Bitte verwendet ausschließlich Produkte, die für synthetische Haare hergestellt wurden. Bitte seid vorsichtig, denn besonders bei Ellen Wille sieht die Verpackung fast identisch aus. Ich glaube auch bei Jean Reno. Also ihr müsst genau hinschauen und darauf achten, dass da synthetische Haare steht und nicht Echthaar. Denn das sind komplett verschiedene Produkte für komplett verschiedene Fasern. Also achtet da bitte drauf. Ich bin ein großer Fan vom Jean Reno Nummer 3 Maintain Spray. Das ist ein Detangler. Insbesondere bei Kronen, die länger sind und die an unserer Kleidung reiben. Insbesondere hier im Nackenbereich haben die Haare dann die Tendenz, sich so ein bisschen aufzurubbeln und sich so ein bisschen zu verknoten. Wenn ihr eure Krone am Ende des Tages abnehmt und ihr seht, dass sie etwas verknotet oder aufgerubbelt sind, wie ich sage, dann sprüht einfach zwei, dreimal aus 30 cm Entfernung drauf und geht mit einem Kamm durch, mit einem groben Kamm. Auch dieser Kamm hier ist von Jean Reno, den empfehle ich euch auch zur absoluten Grundausstattung, genauso wie dieses Detangling Spray. Auch das ist Nummer 3. Maintain heißt es. Maintain. Und dann seht ihr hier unten Detangler. Das gehört zur absoluten Grundausstattung, genauso wie das. Mit dem Shampoo und dem Conditioner könnt ihr euch ein bisschen Zeit lassen, denn hoffentlich habt ihr ein paar Wochen, bevor ihr eure Krone das erste Mal wascht. Was aber auch noch ganz wichtig ist, ist das Nummer 3 Protect Spray. Und das Protect Spray und das Maintain Spray der Detangler, beide kommen in diesen Größen. Also beim Detangler würde ich empfehlen, dass ihr die große Flasche nehmt. Das ist einfach effizienter. Ihr werdet es öfter verwenden. In den meisten Fällen, wenn ihr nur eine Krone oder zwei Kronen habt, dann reicht erstmal das kleine Spray von Nummer 3 Protect. Das ist ein Hitzeschutz. Und dieses Spray ist unumgänglich, wenn ihr eine hitzefreundliche Krone kauft. Denn die möchte regelmäßig mit Hitze behandelt werden. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr eure Fasern schützt. Und bevor ihr mit der Hitze rangeht, bitte, bitte verwendet dieses Hitzespray. Diese Produkte findet ihr bei uns im Online-Shop. Ihr könnt sie natürlich auch woanders kaufen, wenn ihr möchtet. Es macht natürlich nur Sinn, wenn ihr schon eure erste Krone kauft, dass ihr diese Produkte mit in den Einkaufskorb legt. Ein letztes Produkt, das ich euch sehr ans Herz lege, das ist dieser Ständer. Ich habe hier einen schönen pinken, den haben wir nicht im Online-Shop. Ich liebe Pink.
einen hohen, da ich vorzugsweise lange Haare trage. Für eine kürzere Krone, wie zum Beispiel diese Napoli hier, bräuchte ich keinen hohen Ständer. Da könnte ich auch einen kurzen nehmen. Kostet nur ein paar Dollar. Wir haben die kurzen im Online-Shop. Es macht für uns keinen Sinn, die hohen im Online-Shop zu haben, weil das eine neue Versandart benötigen würde, denn unsere Kartons sind nicht so groß wie dieser Ständer. Aber der ist unumgänglich, ihr Lieben. Und ihr könnt ihn natürlich auch zur Aufbewahrung eurer Kronen verwenden. Aber in erster Linie dient er natürlich dazu, eure Kronen lufttrocknen zu lassen. Solltet ihr in einen Platzregen kommen oder solltet ihr eure Krone frisch gewaschen haben, bitte, bitte legt sie nicht in euren Karton oder legt sie auf den Küchentisch oder hängt sie irgendwo an einen Haken. Ich würde euch bitten, sie tatsächlich auf einen Ständer zu legen und lufttrocknen zu lassen. Bitte nicht vergessen, während eure synthetische Krone trocknet, macht nichts egal ob sie hitzefreundlich ist oder nicht hitzefreundlich, bitte lasst sie einfach in Ruhe trocknen, egal wie traurig sie aussieht auf dem Ständer. Ich kann euch versprechen, wenn ihr sie nicht stylt, wenn ihr sie nicht kämmt, sie wird in ihren natürlichen und Originalzustand zurückbouncen, sobald sie trocken ist. Aber es ist natürlich ganz wichtig, dass ihr die Krone nicht auf einen soliden Kopf legt, na, weil dann kommt natürlich keine Luft dran. Und das ist bei diesem Ständer sehr praktisch, dass sie schnell Luft trocknen kann. Ihr Lieben, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende der absoluten Grundausstattung. Es gibt so viele verschiedene Hilfsmittel und Pflegeutensilien, also gerade wenn es auch um die Pflege unserer hitzefreundlichen Kronen geht. Das würde jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen, aber ich wollte euch ein paar Fragen beantworten, die immer wieder auftauchen, wenn es zu eurer Grundausstattung der Krone kommt. Also bitte nicht vergessen, holt euch eine private Beratung ab. Ihr könnt mich gerne entweder hier über E-Mail erreichen oder über meine private Webseite oder über den Facebook Messenger und dann können wir einen Termin vereinbaren. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Alles, alles Liebe aus derzeit Florida, eure Anja. Ciao, Servus.